So. Gut, dann herzlich willkommen zum zweiten Infotermin in der Übung PKM. Wir orientieren uns ja vom Verlauf her in dieser zweiten Phase an dem Design Thinking Prozess, also an der Design Thinking Phase. Beim letzten Mal haben wir uns dieses Enterprise angeschaut und heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Define, mit dieser Define Phase beschäftigen und vor allem da drinnen die Kurve wieder führen zur Prozessorientierung, zu dieser Prozesstheorie, die wir die ganze Zeit gehabt haben. Das war in der ersten Phase noch nicht so einfach, weil man da eben ganz breit nur ansetzt und schaut, das Problemfeld überhaupt mal zu verstehen. Jetzt geht es darum, das Problemfeld zu beschreiben, sodass man auch Lösungen entwickeln kann. Und an der Stelle wird es dann interessant, wieder in Prozessen zu denken. Ich werde im Wesentlichen eine Methode, die aus unserer eigenen Forschung rauskommt, ein bisschen genauer vorstellen. Weil ich das Gefühl habe, das würde für das Szenario ganz gut passen, ist natürlich nicht verpflichtend, aber es soll ja mal eine Idee geben, in welche Richtung das es gehen könnte. Das heißt, wir kamen oder wir kommen bei dem, was wir jetzt sprechen, von diesem Enterprise. Bei Enterprise geht es ja darum, nochmal überhaupt zu verstehen, was denn das Problem ist, Daten zu sammeln. Im Wesentlichen die, das reale Setting irgendwie abzugrenzen, zu verstehen, was passiert da drinnen eigentlich, welche potenziellen Probleme haben denn die Leute. In diesem Define, in dieser Define-Phase nehmen wir jetzt diese Rohdaten und versuchen sie irgendwie zu strukturieren, zu analysieren, das heißt zu zerlegen, wirklich strukturiert zu zerlegen und dann zu synthetisieren, das heißt wieder so zusammenzusetzen, dass sich die einzelnen Baustellen, die man vielleicht aus unterschiedlichen Beobachtungen bekommen hat, dann ergänzen und so ein gemeinsames Bild oder ein komplettes Bild, ein wirklich komplettes Bild der Problemlage ergeben. Das Ergebnis im Wesentlichen soll sein ein Problem Statement, das heißt, wir formulieren möglichst konzise, möglichst kompakt, was ist eigentlich das Problem. Das, jetzt kommen wir eigentlich überhaupt erst in diese, an diesen Punkt, wo man dann an Lösungen arbeiten kann. Ja, deswegen war diese Szenariobeschreibung, die wir am Anfang ausgesagt haben, doch relativ vage und unklar, weil erst jetzt in dieser Phase abgeschickt werden muss, und zwar von jeder Gruppe individuell, was ist denn jetzt eigentlich das Problem, das wir lösen wollen. Und mit dem kann man dann weitergehen in dieses Ideate, in diesem Ideate, mit dem wir uns dann am nächsten Woche beschäftigen werden, geht es dann recht schnell in Prototyping rein. In diesem Ideate geht es dann darum, zu schauen, was wären potenzielle Lösungen für dieses Problem. Nur ein bisschen exakter gefasst, dieses grüne Kastel, das wir da haben. Das Ziel ist die Feinphase, ist den Übergang zu schaffen für das gesamte Team, für alle Beteiligten. Nicht nur von, was passiert denn da, das sollte man aus dem etwas erschließen, den Übergang zu schaffen auf das Warum, was sitzt denn, also was sind denn die Gründe, dass man das haben. Wenn wir mal die Gründe kennen, können wir irgendwann einmal versuchen, dann Lösungen zu entwickeln. Wichtig ist da jetzt tatsächlich, das ganze Team mitzunehmen in einem realen, in einem Real-World-Design-Prozess, Design-Thinking-Prozess. Haben wir interdisziplinäre Teams, das heißt, die Leute haben alle unterschiedliche Hintergründe. Die Leute kommen von unterschiedlichen Richtungen, schauen auch von unterschiedlichen Richtungen auf dieses Problem. Und wir sind zuerst einmal ob der gemeinsames Vokabular ist, der gemeinsames Verständnis davon entwickeln, von was sie überhaupt sprechen. Und das ist das Ziel hier in dieser Phase. Also es ist auch sowas wie Teamentwicklung, Teampflege, da können wir nicht nur das Problem klar abstecken, sondern auch für alle verständlich machen. Wird euch wahrscheinlich nur bedingt treffen, nachdem ihr alle zumindest einen ähnlichen Hintergrund von der Ausbildung her hat, ist es aber nicht so heterogen. Ihr habt natürlich alle unterschiedliche praktische Erfahrungen, die da mit reinspielen in das Verständnis dieses Szenarios und auch die müssen da zumindest grob abgeschrieben werden, grob abgeglichen werden. Das ist ein gemeinsames Bild. Ich versuche jetzt die Kurve zu kriegen zum Geschäftsprozessmanagement. Welche Rolle spielt das jetzt da? In unserem Szenario geht es ja durchaus um Abläufe. Klassisches Design Thinking ist eher Produktgestaltung, Produktentwicklung. Habt ihr gesehen aus den ganzen Beispielen, die wir in den ersten zwei
Themen gebracht haben. Bei uns geht es um eine Prozessentwicklung und Prozessinnovation. Und im klassischen Geschäftsprozessmanagement würde man sich dem mit relativ stark betriebswirtschaftlich motivierten Methoden nähern. Das heißt, man würde sich anschauen, wie schaut denn eine Prozesslandschaft aus, man würde sich anschauen, wo gibt es denn da vielleicht Optimierungspotenzial, wo gibt es denn mögliche Synergieeffekte, wo kann ich Ressourcen sparen, welche Technologien gibt es unter Umständen, die man da einsetzen können, was man weglassen würde in einem klassischen Geschäftsprozessmanagementprozess üblicherweise. Wäre dieser dritte Kreis, nämlich die Akteure, die in diesen Prozessen eingebunden sind, wenn man die Akteure genauso wie irgendwelche Dokumente, Maschinen oder sonst irgendwas einfach als Ressourcen betrachtet. Das ist ein mechanistisches Weltbild, mit dem kann man an das Ganze herangehen, muss man aber nicht, und meistens funktioniert es besser, wenn man die konkreten Akteure mitten in diesen Prozess mitdenkt und bei der Lösungsfindung auch aktiv einbindet. Das Problem, und darauf komme ich dann gleich, ist nämlich, wenn ich die mitnehme, dann habe ich zwar vielleicht eine total tolle Lösung. Und der einzige Effekt, den ich in der Realität damit erreiche, ist, dass es Workarounds gibt, sind die Leute dann versuchen, um sich das umzugucken, was man den Sicherheitslösungen überlegt hat, weil es mit den gewohnten Arbeitsabläufen einfach nicht zusammenpasst. Weil ich die Leute gleich mitnehme und sage, okay, was sind denn eigentlich ihre konkreten, realen Probleme? Dann gelingt es vielleicht, einen Prozess zu gestalten, der von der Akzeptanz her, also wenn nur die Effizienzziele aus Business-Sicht erreicht, sondern auch von der Akzeptanz her bei den betroffenen Personen ankommt. Es ist leider die Akustik, wenn es so ist, dass ich alles, was hinten anspürt, voll laut her und das total aus dem Konzept bringe. Was ist auch nicht gegangen. Danke. Also es gibt konkrete Fragen natürlich. Dann aber ein bisschen lauter, weil sonst her ist. So, Methoden gibt es da jetzt bis an dann mehr. Ich störe euch noch nicht mehr Unterlagen in die Lernplattform, die den nochmal genauer beschreiben, einsteigen, und da überlappen Sie die Phasen ein bisschen. Einsteigen kann man dann mit Storytelling, mit Persona Definition, zum Beispiel beim letzten Mal bei diesem User Profiling Canvas, gesehen hat. Und dann kommen wir in diese Strukturierungs-, in diese Analyse- und Strukturierungsphase. Und da geht es darum, jetzt die Daten, die wir gewonnen haben, zu zerlegen in einzelne konzeptuelle Elemente, abzugrenzen und dann zueinander in Beziehung zu setzen. Was dabei helfen kann, sind strukturelle Techniken, das ist Structure Elaboration Techniques, ist die englische Übersetzung für etwas, was irgendwann in den 80er Jahren in Deutschland entstanden ist. Deswegen heißt es tatsächlich im Original strukturelle Techniken. Da geht es darum, macht sich wahnsinnig kompliziert an, aber es sind ein bisschen im Kabel. Ich versuche mein Problemfeld strukturiert zu beschreiben. Ich bringe da gleich ein Beispiel nochmal. Und so im Wesentlichen die individuellen mentalen Modelle, die individuellen Bilder der Problemlage auf den Tisch zu bringen oder rauszubringen, sodass es andere verstehen können. Ja, und sodass wir schauen können, wo müssen wir uns denn abstimmen? Wo haben wir denn Schnittstellen, die wir vielleicht gar nicht gesehen haben? Ja, das sind strukturelle Techniken. Das kann dann auch dabei helfen, Cluster zu bilden, thematische Cluster zu bilden, um die Problemfelder voneinander abzugrenzen. Also so irgendwas, dass ich sagen kann, irgendwo kann man lesen, macht da nichts, es geht mir nur um das Bild. Links unten haben wir Problemfelder, die mit einer technischen Plattform, Problemfälle, die mit einer technischen Plattform zu tun haben. Irgendwo anders gibt es dann soziale Herausforderungen, die wir lösen müssen, um dieses Problem abzugrenzen. Und irgendwas Drittes hat dann mit der Wertschöpfung zu tun, zum Beispiel. Also das Clustering, Überbegriffe, abstrakte Überbegriffe für die einzelnen Problemfelder zu finden. Und auf das wollte ich jetzt raus, das dritte und vielleicht konkreteste und vor allem die Brücke zur Geschäftsprozessmodellierung schlagend, sowas wie die humanzentrierte Prozessartikulation. Das ist, wie gesagt, jetzt etwas, was wir in unserer eigenen Forschung entwickelt haben, ist jetzt nicht das Silberbullet, das alles löst,
Jetzt sage ich aber noch ein paar Beispiele, wo das ganz gut funktioniert hat und warum ich glaube, dass es ganz gut zu dieser Design Thinking Phase passt, wenn wir es mit einer Prozessinnovationsherausforderung zu tun haben. Fragen Sie weiter? Ganz kurz Hintergrund, von was sprechen wir überhaupt? Wir sprechen davon, unterschiedliche mentale Bilder, mentale Modelle auf reale Arbeitsprozesse mal zu artikulieren, auf den Tisch zu bringen, sodass wir mit denen weiterarbeiten können. Wenn es auf diese Design-Thinking-Phase denkt, in der wir uns befinden, dieses Define, da geht es darum, die Problemlage abzugrenzen. Da geht es darum, einmal zu verstehen, was sehen denn oder wie sehen denn die einzelnen Akteure den Arbeitsprozess, wie er jetzt gerade ist, und wie können sie sich, und da geht es dann Richtung Ideate, die Grenzen verschwinden Richtung Ideate, wie können sie sich vorstellen, dass es besser funktionieren könnte. Das heißt, wir haben irgendwo die Arbeit in der realen Welt und wir haben da meistens mehrere involvierte Personen, die dann darüber nachdenken, was sie eigentlich da und also die wahrnehmen, was gerade passiert und darüber nachdenken, was da jetzt gerade passiert ist und dann irgendwie Entscheidung treffen, wie sie jetzt auf diesen externen Reiz, auf dieses Phänomen, da liegt jetzt ein Dokument und wir sollen irgendwas damit tun, die dann irgendwelche Aktionen auf Basis dieses Reizes setzen. Also, weiß ich nicht. Wenn ihr mit dir klopft, dann kann ich sagen, okay, habe ich nicht gehört, aber dann kann ich sagen, ja, bitte herein oder so. Ja. Diese Entscheidung zu treffen, liegt an meinem Mentalmodell. Ein mentales Modell ist ein Konstrukt aus der Kognitionspsychologie, das ist wesentlich ein Filter, durch den wir die Welt wahrnehmen. Wenn wir so einen Filter nicht hätten, dann darf man wahrscheinlich nur mehr im Eck kauern und uns nimmerieren, weil ständig irgendwelche Reize auf uns einwirken würden. Mit unseren mentalen Modellen stellen wir dann fest, welchen Reiz nehmen wir denn wahr und wie reagieren wir darauf. Ja, also das irgendwie hilft uns dabei, uns in der Welt irgendwie zu bewegen. Das ist total praktisch und super, wenn man alleine ist. Wenn man nicht alleine ist und da mehrere mentale Modelle zusammenkommen, dann sollten die idealerweise irgendwie zusammenpassen. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann kommt es zu Missverständnissen, dann kommt es zu Situationen, die man so nie geplant oder gewollt hätte, dann kommt es zu Streitigkeiten oder sonst irgendwas. Im Endeffekt sind wir nicht in der Lage, unseren Arbeitsprozess in der Praxis umzusetzen. Deswegen braucht es irgendwo ein gemeinsames Verständnis dieser Arbeit. Also diese mentalen Modelle müssen zwar nicht vollständig, aber zumindest an den Schnittstellen, ja, wo die Leute miteinander interagieren müssen, zusammenpassen. Man muss sich klar sein, was man voneinander erwartet, was man jemand anderen anbietet, was man von jemand anderem bekommt. Und dabei, sagt uns jetzt die Wissenschaft, wir existieren die Leute seit den 70er Jahren irgendwo in der Gegend, können solche konzeptuellen Modelle helfen, solche konzeptuellen Modelle können helfen, dieses gemeinsame Verständnis zu entwickeln. Ein konzeptuelles Modell ist im Wesentlichen der Überbegriff für Prozessmodelle, für Concept Maps, für solche Strukturlegemodelle, was auch immer. Ein konzeptuelles Modell sind im Wesentlichen irgendwelche Knoten und Kanten. Die Knoten repräsentieren irgendwelche Konzepte und die Kanten sind Verbindungen dazwischen. Und wenn wir ein Prozessmodell haben, dann wissen wir, dass es halt irgendwelche Knoten gibt, die irgendwelche Aufgaben repräsentieren und dass es Verbindungen gibt, die in der Sequenz sind. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir denn solche konzeptuellen Modelle einsetzen können, um so ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Das ist eine grundsätzlich andere Herangehensweise an Prozessmodellierung, oder ein anderes Einsatzgebiet an Prozessmodellierung, als wir aus dem klassischen Geschäftsprozessmanagement kennen. Dort ist das Mittel zum Zweck, um irgendwelche betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu verankern und irgendwelche Automatisierungen umzusetzen. Hat man mehr oder weniger dieses Mittel und verwendet es dazu, ein gemeinsames Verständnis zwischen den Akteuren herzustellen. Das heißt nicht, dass wir nicht das andere anmachen wollen, aber im Vorlauf schaffen wir es so,
die beteiligten Personen schon einzubinden und die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Prozesslösung tatsächlich in der Praxis implementiert wird. Wenn wir jetzt solche mentalen Modelle bauen, dann wäre es total super, wenn das irgendwie so wie ein Fotoapparat eins zu eins Abbildung der realen Welt sein könnte. Dass das nicht funktioniert, hat es leidenderweise in der ersten Übungsphase erfahren, wenn wir nämlich irgendwo so eine Direktion haben, das heißt, direkte Abbildung gibt es nicht, es gibt immer irgendwie einen Modellierer, der die reale Welt irgendwie wahrnehmen muss oder Szenariobeschreibung wahrnehmen muss, dann entscheiden muss, was ist denn da überhaupt relevant und das dann irgendwie in der Modellierungssprache abbilden muss. Wenn alles funktioniert und wenn wir in der Vorlesung und der Übung in der ersten Hälfte des Semesters erfolgreich waren, ist der Pfeil grün. Das heißt, das Modellieren an sich funktioniert. Die Herausforderung ist meistens die andere, wenn wir von außen in eine Organisation reinkommen, ist es relativ schwer mitzubekommen, wie die Arbeit eigentlich wirklich abläuft. Ja, da gibt es jetzt elends viele Methoden, wie man das machen kann. Tatsächlich kommt aber dadurch, dass auch dieser Modellierer, diese Modellierende ein mentales Modell hat, wie sie denn die Realität wahrnimmt, kommt so etwas wie ein Modeler's Bias. Also eine Verschiebung des Fokus nur dadurch, dass da jemand sitzt, dass der eigentlich gar nicht genau weiß, wie die Arbeit abläuft. Wo wir aber eigentlich ein möglichst exaktes Abbild haben wollen, damit wir einen wohl definierten Ausgangspunkt haben. Das heißt, es war ja doch super, wenn wir die Leute irgendwie mit einbinden könnten, die da drinnen sitzen. Auch das gibt's, wo man sagt, man schickt jetzt nicht die gerade in die Organisation und die bauen dann irgendwelche Prozessmodelle. Ja, also das gibt es, das funktioniert, aber wenn man sich zum Beispiel irgendwie ISO 9000 irgendwas zertifizieren lassen will, dann sollte man sich einen Berater oder ein Beraterteam, die bauen dann die Prozesse in der Organisation, das wird dann ausgedruckt, in den Partner abgelegt, die hätten das an Partner und beim Audit wird dann schauen, wie wir diesen Partner haben. Und das war's. Wenn wir mehr wollen von unseren Prozessmodellen, dann wäre es vielleicht geschickt, die Akteure wirklich einzubinden. Das können wir jetzt machen, indem wir die Modellierer mit diesen Akteuren reden lassen. Aber auch hier haben wir zwar dieses Problem der Wahrnehmung der Arbeit in der realen Welt nur mehr bedingt, der ist absichtlich nicht grün, der ist orange, weil auch wenige Leute in einer Organisation wirklich den Gesamtüberblick über so einen Arbeitsprozess haben. Also auch das ist eine Herausforderung, da die richtigen Leute zu finden, dass man ein gesamtes Bild haben, aber der ist immer noch rot. Weil auch von den Leuten, die an mentalen Modellen deren Sichtweise rauszubekommen, ist keine triviale Aufgabe. Und unser Ansatz war dann nicht zu sagen, versuchen wir den roten Pfeil da orange oder grün zu bringen, sondern versuchen wir den überhaupt wegzubringen und versuchen wir doch, die Leute wirklich in die Lage zu versetzen, selbst zu modellieren, sodass da Modelle rauskommen, mit denen man direkt weiterarbeiten kann. Jetzt dann genau in dieser Define-Phase eigentlich ja, und greifen eigentlich schon ein bisschen zurück in die Emphasize-Phase. Ja, wir verstehen auf der anderen Seite, was sie tut und definieren uns und binden die Leute dann bei der Definition des Problemfelds direkt ein. Dann ist jetzt gar nichts mehr drin, weil jetzt das Modellieren natürlich schwierig ist. Aber es ist auch nichts mehr drin. Und jetzt sind wir an einer Stelle, wo wir zumindest mit irgendwelchen methodischen Interventionen, technischen Unterstützungsmaßnahmen dabei helfen können, diesen Modellierungsprozess so zu unterstützen, dass wir dann was rauskriegen, mit dem wir weiterarbeiten können. Wie funktioniert das jetzt? Hoppala. Die Idee dahinter also, was ich da hört, ist Auszug aus den Vortrag, den ich heute noch bei meiner Realisation, das ist ein Forschungsprojekt über sechs Jahre, da sind dann entsprechend empirische Ergebnisse dahinter. Jetzt zeige ich dann noch ein paar Beispiele, wie es in der Praxis funktioniert hat, aber das Grundkonzept ist relativ kompakt. Die Idee ist, dass wir in einer ersten Phase versuchen, einmal abzugrenzen, worüber sprechen wir denn überhaupt, sehr offen, indem wir einfach sagen, was sind denn die wichtigen Konzepte, von denen wir sprechen, also so
ganz grobe Concept Mapping, was einfach jeder kennt, ohne irgendeine große Semantik dahinter, also wie eine Vorlesung war, kennt es, weil da haben wir einmal Vertiefungsaufgaben mit dem Concept Mapping gemacht. Sagen wir, was sind da die relevanten Konzepte, was meinen wir mit den Begriffen, weil wir vielleicht Leute nur haben, die aus unterschiedlichen Disziplinen kommen. Und wo beginnt unser Problemumfeld, wo endet es denn wieder? Das muss in dieser ersten Phase klar werden. Weil dann spielen wir Schule, Schularbeit oder Prüfung, dann vereinfachen wir die Personen, lassen sie individuell arbeiten, die sollen dann nicht miteinander interagieren und beschreiben und lassen diese Personen beschreiben, was sie denn tun in diesem Arbeitsprozess, wie sie dazu beitragen und wie sie mit anderen interagieren. Also diese komischen Karton-Dinger, die blau, rot, gelben Modelle, komme ich dann gleich. Aber damit beschreiben wir mal grundsätzlich, was sie tun und was sie voneinander brauchen, was sie allen zur Verfügung stellen. Und in einem dritten Schritt führen wir diese Einzelmodelle, die wir dann haben, die jeweils das individuelle Bild abbilden, dann zusammen. Und genau an der Stelle erkennen wir, wo es nicht zusammenpasst. Weil, wenn irgendjemand was erwartet von jemandem anderen, der das nicht liefert, dann kommt es drauf und dann kracht es mehr oder weniger, aber es kracht Gott sei Dank dann nicht in der Realität, sondern in diesen Workshops, wo man auch versuchen kann, das aufzusetzen. Wie funktioniert das? Im Wesentlichen, und wer sich erinnert an die BPMN oder an SBPM, findet die einzelnen Konzepte da jetzt wieder. Das war die Anforderung, wenn man mit dem Modell irgendwie weiterarbeiten möchte. Ist die Idee, dass ich beschreibe, es gibt quasi mich, es gibt ein blaues Kartel, das mich repräsentiert, es gibt rote Kartel, die meine Aktivitäten repräsentieren, es gibt dann eine blaue Kartel, die alle repräsentieren, von denen ich glaube, dass ich mit ihnen zusammenarbeite, und es gibt gelbe Kartel, die repräsentieren, was ich denen zur Verfügung stelle oder was ich von denen brauche. Ja, und das beschreibt einmal jeder für sich. So weit vorstellbar? Man horcht sich auch trivial an, tatsächlich. Ist es aber für Leute, die noch nie Prozesse modelliert haben, tatsächlich so richtig gar nicht. Weil, also was, da kommen Sachen raus, die man so nicht erwarten würde. Gerade diese gelben Karten, die irgendwie Kommunikationsakte repräsentieren oder Dokumente repräsentieren, sagen, was total schwierig zu vermitteln ist. Das Abstraktionsvermögen, das man normalerweise sagen würde, nicht geht, wie Florian. Das in einzelne Kommunikationsakte runterzubrechen und zu beschreiben, ist was nicht trivial ist. Also da muss man normalerweise ein bisschen mithelfen. Da werden teilweise dann Entscheidungen modelliert, da werden Kommunikationsaktivitäten, Kommunikationskanäle modelliert, was auch immer, aber meistens nicht die geeigneten Kommunikationselemente, die wir gerne hätten oder brauchen würden, damit wir dann direkt mit diesen Modellen weiterarbeiten können. Deswegen helfen wir an der Stelle dann mit Beispielen meistens. Ist auch weiter. So, ich habe gesagt, das macht jeder für sich und dann wird es zusammengeführt. Das schaut jetzt wahnsinnig kompliziert aus, aber man kann sich glaube ich vorstellen, wenn man wieder solche Elemente hat oder solche Modelle hat, dann sollten theoretisch, wenn alles klar ist und alles passt, sollten die gelben Karten immer paarweise auftreten, weil irgendwer müsste es anbieten und irgendwer müsste es brauchen. Ja? Also wenn ich beschreibe, ich stelle jemandem anderen irgendwas zur Verfügung und irgendwer anderer braucht es von mich, dann gibt es das gelbe Karten zusammen. Und dann kann man es matchen. Ja, das heißt, es muss ein Matching geben auf der blauen Ebene, die Akteure sollten quasi nur ein Matching geben auf der grünen Ebene. Die einzelnen individuellen Aktivitäten sollen sich verhalten bleiben in der Verantwortung der einzelnen Personen. Klar müssen die Interfaces sein, die Schnittstellen sein. Die machen wir mit dieser Methode transparent. Da können jetzt unterschiedliche Sachen passieren. Da können Benennungsprobleme passieren, wie man da bei 1 und 6 sehen, wenn der eine sagt, ich bin der Employee, also ich bin der Angestellte, und irgendwer anderes sagt, ich bin der Kollege, dann ist das kein Match direkt, aber das ist auch nicht tragisch, weil dann haben wir die drei unterschiedlich dazu gesagt. Na, dann kann man das irgendwann mal ausmachen, wie sagen wir denn in dem Prozess jetzt zu dieser einen Rolle ein bisschen, ist erledigt.
Das kann auch semantisch schwerwiegender sein, wie wir es da bei 4 und 7 sehen. Bei 4 steht, ich liefere dem Sekretariat das Formular, das ich ausfüllen muss. Und im Sekretariat wird aber angefordert, ganz explizit, das vollständig ausgefüllte Formular. Da ist ein inhaltlicher Unterschied. Ja, weil da nämlich immer irgendwelche Förder nicht ausgefüllt sind, dann tut sich die andere Rolle schwer, den Antrag irgendwie zu bearbeiten. Bitte. Was ist denn da ein Vorteil gegenüber, wenn die das in Einzelarbeit machen, als wenn die das zusammen in einer großen Gruppe machen? Was ist da der Unterschied? Dass genau diese, also die Frage war, was ist der Vorteil, wenn man das vorher in Einzelarbeit macht und dann erst zusammenführt, im Gegensatz zur gesamten Gruppe? Der Vorteil ist, der Nachteil von der gesamten Gruppe ist, dass es so etwas wie einen sozialen Druck, eine soziale Akzeptanz gibt, wenn der eine sagt, so ist es, dann tut der andere schon mit. Okay. Und dann kommen so Diskrepanzen überhaupt nicht auf oder fallen gar nicht auf und kommen erst später auf. Ja, und so ist klar, dass irgendwelche unterschiedlichen Wahrnehmungen und sei es nur triviale Benennungsunterschiede mehr aufkommen und explizit adressiert werden müssen. Die werden auf jeden Fall mehr angesprochen. Und es ist nicht wahnsinnig viel mehr aufwendig. Also es gibt, muss man dazu sagen, ist ja nicht, ich bin ja da nicht allein auf weiter Flur, es gibt andere Methoden, die ähnliche Ziele verfolgen. Und es gibt Kollegen in Bochum, die auch schon 15 Jahre arbeiten, die haben eine Methode, wo sie in der Großgruppe sitzen. Und auch die funktioniert, die wird aber viel strikter moderiert. Das heißt, da gibt es einen Modellierer und einen separaten Moderator, der dann ganz klar darauf schaut, dass solche Sachen angesprochen werden. Das Ziel hier war, dass es moderationslos funktioniert. Das tut es natürlich nicht. Also, das muss schon immer mehr dabei sein. Aber grundsätzlich ist es so, dass hier stärker sichtbar wird, wenn es irgendwelche unterschiedlichen Wahrnehmungen gibt. Und das ist teilweise auch sozial heikel. Ja, gerade wenn man Hierarchien im Team hat, wenn der Chef was anderes sagt, als irgendwer, der zuarbeiten soll, dann ist erst recht wieder die Frage, wer setzt sie durch oder wer kommt denn hierher zum Zug. Das geht so weit, und dann sind wir auf der obersten Ebene bei den blauen Karten, wenn es da zu Unterschieden kommt, dass manche Rollen vielleicht gar nicht morgen kommen im Prozess. Ja, dass irgendwer glaubt, der tragt da was bei, aber niemand anderer kriegt das mit. Oder so, ja, das kann durchaus heikel werden, am Arbeit. Gut, so ein Verständnis jetzt. Also jeder Richter sollte das gleiche Unternehmen und sich vorbilden, aber jeder, wie er sich so selber denkt. Das ist die Frage also fürs Verständnis. Bildet jeder etwa das gleiche Modell ab, aber aus seiner Sichtweise? Genau. Jeder bildet seine Beitrag ab. Also jeder bildet quasi ab, so wie ich vorher versucht habe, zu zeigen. Jeder stellt einmal sich ins Zentrum. Sagt, ich bin da drinnen und ich mache Folgendes. Ich mache die Aktivität und wenn ich mit der Aktivität fertig bin, dann drückt jemand anderer von mir dieses Dokument. Und ich kann dann weitermachen, wenn ich von dem irgendeine Information zurückbekomme. Ja, und dann kann ich meine zweite Aktivität machen und wenn ich mit der fertig bin, dann kommt eine dritte Aktivität und dann kommt jemand dritter ins Spiel. Und dann gibt es nun einen Repräsentanten von der Rolle S3, und dann Repräsentanten von der Rolle S2, die das Gleiche für ihre Rolle machen. Ja? Und das war das, was ich vorher genannt habe. Idealerweise gibt es dann Doc 1 zweimal. Einmal mit einem Pfeil hin, weil sie ihn zur Verfügung stellt, und einmal bei S2 nämlich mit einem Pfeil rein, weil es die Person macht. Genau. Gibt es dazu noch Fragen? Und jetzt arbeitet es. Es ist dann mal zur Übung, wo wir direkt bei dem Beispiel oder bevor wir dann Projekt ausarbeiten müssen, kommt das direkt nicht vor. Wir haben miteinander eher der, also es gibt nicht unterschiedliche FPÖ, sondern wir arbeiten ja als gleiche FPÖ. Wollte ich jetzt gerade sagen, also die Frage war, ihr arbeitet selbst das gleiche FPÖ, ihr habt sogar nicht diese Repräsentanten. Da kommen jetzt die Personen aus dem Spiel. Also idealerweise führe ich diese Methode mit realen Akteuren durch. Wenn das nicht funktioniert, dann nimmt in diesem Design-Team jeder eine dieser Rollen ein und versucht da aufzudecken oder versucht zu beschreiben, wie basierend auf der Personabeschreibung er oder sie denn agieren würde in dieser Situation. Das bildet dann natürlich nicht die reale Situation, das wissen wir nicht, aber es deckt unterschiedliche Sichtweisen innerhalb der Gruppe auf.
Und das ist eigentlich ja das Ziel. Ja, natürlich haben wir künstliche Settings, aber trotzdem sind wir gemeinsam das Bild von diesem künstlichen Setting. Und das reicht uns auch sehr schön. Beispiele aus der Praxis, nur zum Draufschauen. Also, das war jetzt idealtypisch, was ich jetzt beschrieben habe. Ja, ich werde jetzt gleich Beispiele sehen, woraus kommt eigentlich, funktioniert das nie genau so, aber häufig wird es vorfällig. Hier ist ein Beispiel aus einem Produktionsprozess, der auf den Kartenscherer richtig was drauf. Er ist nur da anonymisiert. Da funktioniert das eigentlich grundsätzlich ganz gut. Man sieht, wie sich diverse Materialien in diesem Fall durch die unterschiedlichen Stellen in einem Produktionsprozess mit inklusive Qualitätssicherung in dem Fall hier durchbewegen. Das war ein Projekt in Slowenien in einer Lehrwerkstätte für Metallbearbeitung. Die haben quasi beschrieben, wie denn die lernen üblicherweise an den einzelnen Stationen, wie sie die Drahmaschinen, die Fräsen und sonst irgendwas bedienen und die Messstation, das gesamte Bild, wie der Gesamtprozess ausschaut, haben sie in der Ausbildung nicht gehabt. Das war ein Projektpartner von uns. Und probieren wir das einmal aus und haben die Lehrlinge mit dem arbeiten lassen und beschreiben lassen, was sie eigentlich an seinen unterschiedlichen Stationen arbeiten tun und wie das alles zusammen ist. Das hat ganz gut funktioniert, war allerdings relativ strikt moderiert. Das ist dann die Zusammenführung schon? Das ist schon die Zusammenführung, genau. Genau. Das war in den Niederlanden, da ist ja ein paar schon spezialisiert. Das war eine Wirtschaft mit Sozialarbeitern, das heißt, die Zielgruppen halt auch passt. Und damals ist es um die Organisation eines Field Dance Festivals, was da alles manchmal passiert. Ich habe es mal ausgezeichnet. Ja, wir wissen wollte, ob die Verbindungen irgendwann hingehen. Und tatsächlich. Und dann quasi also den Grafen aufgespart und dann ein Auto und ein Ding, da gibt es nämlich eine Grafik, eine Autoplatzierung, dass das irgendwie entführt wird. Und tatsächlich ergeben sich da Strukturen, wo man zumindest die Key-Akteure identifizieren kann, weil bei denen alles zusammenläuft, die wesentliche Kommunikationskanäle identifizieren kann. Also so schräg das ist und so wenig man mit denen in der Weiterverarbeitung anfangen kann, hat es WLAN, wo man gemeinsam das Bild zu entwickeln darüber, was denn die wichtigen Schritte in der Organisation dieses Events, das sie in der Ausbildung, auch wieder Ausbildung, Sozialarbeiterausbildung, dieses Events, das sie organisieren, haben wir es. Also auf dieser obersten Ebene, nämlich das Ziel, gemeinsames Bild herzustellen, hat es funktioniert. Auf der Weiterverarbeitungsebene, nämlich da dann mögliche Synergieeffekte herauszufinden oder Technik zu entwickeln, die das unterstützen kann, funktioniert das natürlich nicht mehr. Das war unmodern. Und dann hat es nur ein kleines Beispiel, gleiche Sozialarbeitergruppe, anderes Team, war ein bisschen stärker moderiert, weil die Trainerin, die da dabei war, ein bisschen stärker interveniert hat. Da hat es wieder besser funktioniert. Ja, das ist immer noch nicht genau das, was wir wollten, weil wenn man sich erinnert, haben wir gesagt, wir hätten die Kommunikationsakte gern den Aktivitäten zugeordnet. Wenn man sich auf die BPMN denkt, dass man genau an einer bestimmten Stelle was, hier muss eine Kommunikation passieren. Was hier passiert ist, hier sind die Kommunikationsakte großteils den Akteuren zugeordnet. Das heißt, eigentlich ist das Modell unterspezifiziert im Sinne von, wo denn die Kommunikation konkret passiert. Aber wir haben zumindest einen Ausgangspunkt dafür, um weiterzuarbeiten und genauer zu definieren, wie läuft denn dieser Prozess in seiner Gesamtheit ab. Wichtig an der Stelle ist, alle diese Modelle sind grundsätzlich okay für das, was wir eigentlich erreichen wollen, nämlich das Problemfeld zu verstehen. Wenn wir diese Modelle weiterverwenden wollen, um dann Prototypen zu bauen, dann müssen wir die Constraints einfach enger ziehen. Dann müssen wir zwingen, dass dieses Muster irgendwie, dass man diesem Muster gehorcht, sodass wir uns dann irgendwie versuchen können, automatisiert weiterzuverarbeiten. Das war das kleinste Beispiel, das wir gemacht haben, das war hier an der Universität. Der sogenannte Investitionsprozess, das heißt, wenn ein Institut über die üblichen Mitteln hinaus irgendwas anschaffen will, dann ist das beim Vizerektorat zu beantragen und die haben diesen Prozess umgestellt. Mit der Konsequenz, dass man irgendwann was hingeschickt hat
dann dreimal oder nichts gehört hat und irgendwann eine Mail gekriegt hat, ob das jetzt bewilligt worden ist oder nicht. Es war intransparent, es war unklar, wie lange dauert es, es war unklar, wo liegt es denn dort? Und dann haben wir mich eingeladen und haben gesagt, und das war im Rektorat an der Stelle oder der Verwaltung an der Stelle nicht bewusst, dass das für die Institute ein Problem ist. Dann haben wir uns eingeladen und weil hinten total viel passiert ist. Ja, der Prozess ist ja nicht gestanden. Nur der Akteur, den das eigentlich interessiert hätte, nämlich da ganz am Raum des Beantragenden Instituts, der hat nicht was mitgekriegt, dass da eigentlich schon nicht noch passiert. Und dass da x Redundanzen drinnen waren, dass nämlich zur Beantragung schon Angebote notwendig waren, dass man reinschauen kann, was würden wahrscheinlich kosten, dass aber dann später noch einmal Angebote eingeholt worden sind, wenn man dann wirklich beschafft. Solche Sachen sind nie aufgefallen, weil es ist in unterschiedliche Akteure verteilt worden. Deswegen haben wir uns die Leute nochmal geholt und haben mit denen gemeinsam versucht, diesen Prozess durchzuspielen und sind dann, da ist es von Define schon ins Eingehege gebeten, weil an der Stelle dann haben wir auch ein bisschen eigene gewesen, wenn wir das so machen, wie wir es immer gemacht haben oder so wie es jetzt umgesetzt ist, da war es doch viel gescheiter, wenn wir es irgendwie anders machen müssten. Also, zum Beispiel die Chip mit den Angeboten. Wenn schon die Angebote eingeholt hat, dann war es doch gescheit, wenn man schon einen Text führt, wo man die Kostenschätzung einbauen kann, einen Upload-Button macht, wo man die Angebote aufführen kann. Da war ja nichts dabei und dann kommt man mit den Geräten weiter. Und so ist ein Gemeinschaftsbild entstanden, das dann auch dazu geführt hat, dass das irgendwann einmal umgesetzt worden ist und dass jetzt tatsächlich erstens der Prozess transparenter ist und zweitens die identifizierten Effizienzprobleme, die da drinnen waren, zumindest großteils, soweit es möglich war, behoben sind. Hi. Und noch der Zunge ist an der Straße, ob man noch so mit Pfeile macht oder ob man es so durchnummeriert oder? Also, jedes Bild mal anders ausgeschaut. Genau, jedes Bild mal anders ausgeschaut. Man sieht ja da das Originalbüro. Tatsächlich, also idealerweise hast du Pfeile, sonst hast du wieder mehr Deutlichkeiten drin, mit Kärten zur Kartoperation, von was hängt es denn dran? In der Realität, sagt jetzt in den Workshops, sind die nicht total gut darin, die räumliche Anordnung zu interpretieren, wo es denn dazugehört. Also quasi aus der Beschriftung und der räumlichen Anordnung schließen sie die schon aus, wie das gemeint ist. Das ist natürlich ein Problem für uns wieder in der automatisierten Weiterverarbeitung, aber ich will wiederum diesen Artikulationsprozess nicht unterbrechen. Ich will die Leute eigentlich arbeiten lassen, wie sie durchspielen lassen, wie sie da und tun für noch als Geteile. Ja, die muss man halt ganz wirklich füllen, muss man noch dahin. Wenn man dabei war, kriegt man Regeln und Zeit nicht lassen. Man würde jetzt nicht ganz genau vorgeben, wie es war, was zu tun. Genau. Also gerade in dieser Konsolidierungsphase will ich schon ein bisschen Freiheit lassen, schauen, wie legen wir denn das. Manche Sachen kehren auch umsortiert, ja, da kommt man drauf, eigentlich kehrt da nur irgendwas davor einnehmen. Wenn einmal ein Pfeil hinzeichnet ist, haben wir ein Problem. Das ist blöd. Darum wird das meistens hingelegt. Ich habe jetzt gerade erst einen Master und dann darauf eine Bachelorarbeit gehabt, die sich damit beschäftigt hat, einen Algorithmus zu entwickeln, die diese räumliche Anordnung interpretieren kann. Also das zu machen, was ein Mensch hat und da. Ja. Weil es eben mir darum geht, das nicht vorauszusetzen, nicht voraussetzen zu müssen. Sicher, wenn man da hat. Oder nicht voraussetzen zu müssen, dass ich alle Verbindungen explizit habe, sondern dass ich auch aus der impliziten Information, die da drinnen steckt, da Schlüsse ziehen kann. Bin schon fertig. Ich will nur ganz kurz sagen, was man jetzt, ich rede die ganze Zeit von Weiterverarbeitung und bla bla bla, was man weiter damit machen kann. Wer sich an SPPM jetzt konkret erinnert, sieht, dass man das eins zu eins eigentlich auf SPPM übersetzen kann. Ja, wir haben die Subjekte, das sind die blauen Karten, wir haben den Nachrichten, das sind die gelben Karten und wir haben die Funktionszustände, das sind die roten Karten und die Sender- und Empfangszustände kann man sich im Wesentlichen aus den Pfeilen arbeiten. Das funktioniert genauso für Webgene. Ja, für beides haben wir Transformatoren stehen, das heißt, wenn da was auf dem Tisch liegt, was so ausschaut, kann man das direkt ausführen. Und was vielleicht auch aufgefallen ist, ist, dass das ja nie der vollständige Prozess ist. Sowas wie Entscheidungen, sowas wie Varianten von diesem Prozess fehlen da komplett. Auch ganz absichtlich, weil es Leute, die noch nie modelliert haben, leichter fällt, sich auf einen Fall zu konzentrieren und nicht auf 100.000 verschiedene Baustellen weiterzudenken, was denn macht. Und das heißt, wir fangen ganz bewusst nur mit einem Fall an und verfeinern das Modell dann einen weiteren Schritt.
wenn wir es dann ausführen können, dann können wir sagen, okay, an der Stelle ist was falsch, eigentlich gehört da Entscheidung rein, eigentlich gehört da Verzweiflung rein. Und dann haben wir unser Werkzeug gebastelt, mit dem wir genau das machen können. Das heißt, dieses Prozessmodell dann durchspielen. Schauen wir mal, ob das ein Video ist. Ja. Durchspielen in den einzelnen Rollen. Das heißt, dahinter liegt das Prozessmodell, das wir vorher mit dem Kabel gelegt haben. Und ich kann jetzt in diesen einzelnen Rollen, das heißt, wir sitzen jetzt tatsächlich in der Gruppe da und spielen das durch wie ein Rollenspiel und das Ding leitet uns durch und an irgendeiner Stelle, wo es nicht passt, können wir sagen, haben wir ein Problem, dann müssen wir das Prozessmodell ändern, weil da fehlt was. Ich kann das jetzt gar nicht tun, weil ich muss etwas anderes vorher tun. Weil ich muss, bevor ich meinen Urlaubsantrag wegschicke, muss ich zuerst schauen, ob ich ihn vollständig ausfülle. Und füge dann eine neue Aktivität ein und die ist dann im Modell drinnen. Das heißt, so verfeinern wir dann das Prozessmodell und so führen wir dann die unterschiedlichen Varianten auf. Was jetzt noch fehlt, ist die Übersetzung von diesen Kappa-Modellen auf die technisch weiterverarbeiteten Modelle. Aber wie gesagt, wir möchten es möglichst nahtlos haben. Deswegen sind das so Karten, die man kann es da erkennen, hoppla, die so visuelle Barcodes mehr oder weniger bauen. Diese Codes sind eindeutig und die suchen wir ins Büro. Das heißt, das Szenario ist, dass jemand, der da gelebt hat, mit seinem Smartphone hergeht, Foto von dem macht, dieses Foto in irgendeine Plattform reinschiebt und dann da hinten das Modell rausfällt. Und das funktioniert jetzt wiederum nur gut, tatsächlich, wenn man sich an diese Richtlinien hält, die wir da aufgestellt haben. Das heißt, die blauen Karten oben, die roten drunter, die gelben zwischen und den Teilen unten. Wenn das nicht der Fall ist, muss man irgendwie nacherheben und genau das war, was ich vorher erwähnt habe, diese Masterarbeit, wo wir versuchen, aus diesen räumlichen Anordnungen Schlüsse zu ziehen. An dieser Stelle machen wir jetzt tatsächlich Bilderkennung, finden die Karten, finden die Pfeile dazwischen und setzen so die einzelnen Elemente miteinander in Beziehung, sodass sie dann direkt ausführbar werden. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Genau, und das war es soweit. Also das soll jetzt nur quasi den Weg zeigen, was ich machen kann, wenn ich solche Modelle habe. Wichtig zum Mitnehmen aber ist, beim ganzen Anfang zu gehen, die Leute, die konkret mit dem Problem, das wir lösen wollen, konfrontiert sind, mit in die Erhebung einbinden. Erstens, ja, das ist im Design Thinking Prozess diese Emphasize-Phase. Wir ziehen diese Einbindung ein bisschen mit rauf in die Define-Phase, das heißt, versuchen die schon bei der Modellierung des Problemumfelds mitzunehmen. Verwenden dann eine Modellierungsmethode, die sehr niederschwellig einsetzbar ist, das heißt, die möglichst einfache Modelle baut, sodass man unterschiedliche Wahrnehmungen ganz klar und eindeutig aufdecken kann. Und wenn ich die auflöse, dann habe ich eine Beschreibung des Ist-Prozesses oder des problematischen Prozesses, an dem ich festmachen kann, wo wir denn vielleicht unsere Probleme haben. Und aus dem lasse ich dann das Problem Statement verbreiten. Und mit dem kann ich dann weiter tun in diese Ideate-Phase. Und diese Ideate-Phase, die denkt man ein Stück weit in dieser Toolchain damit ab, indem wir dieses Durchspiel machen. Das heißt, da beschreiben wir ja meistens im Laufe des Vernehmens nicht nur, was alles zu, wie es tatsächlich läuft, sondern auch mit, was denn ideal wäre. Gut, soviel zum Input für heute. Ihr kriegt in der Lernplattform jetzt dann gleich nochmal einen Text, also Buchkapitel, wo das mal nochmal ordentlich beschrieben ist. Ihr könnt es aufnehmen, so den ersten Folien-Satz. Ihr seid natürlich überhaupt nicht verpflichtet, das zu machen in einem Design Thinking Prozess. Ich habe nur das Gefühl, es wird zum Szenario ganz gut passen und es wird diesen Ansatzpunkt dann in der Prototyping-Phase mit SPPM oder BPMN weiterzuarbeiten, ganz gut anleiten oder eine gute Brücke hinführen. Wer es gleich ausprobieren möchte, ich habe ein paar Karten mit. Die Karten liegen auch in den richtigen Formen in unserem PC-Labor, das ihr euch hinten kennt. Danke fürs Anmelden im Übrigen, das funktioniert super. Für die Leute, die einen schönen Ausspruch genommen haben.
Und ansonsten geht es dann das nächste Mal, nächste Woche weiter mit der Prototyping-Phase, wo wir dann ins komplettere Prozess mögen, in die komplettere Anwendung kommen, wo wir uns überlegen, wie wir denn den Soll-Prozess gestalten, das heißt, irgendwie Problem lösen. Gut, Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich danke. Wir sind noch da, wir helfen euch, wenn ihr es ausprobieren wollt. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche.